Hey Leute, momentan sieht es zwar nicht direkt danach aus, jedoch kann es jederzeit zu einer großen Krise kommen, die uns wohlmöglich in den Dritten Weltkrieg stürzt. Der Einsatz von nuklearen Waffen scheint da nicht sehr weit hergeholt und so gibt es natürlich viele Menschen, die sich auf so eine Katastrophe vorzubereiten versuchen. Wenn ihr euch unsicher fühlt, dann könnt ihr bereits jetzt einige Dinge vorbereiten, doch auch während des Angriffs gibt es viele Dinge zu beachten. Hier sind einige Tipps, wie ihr eine nukleare Explosion überleben könnt. Gasmaske aufgesetzt und los geht's! Die Vorbereitung. Nummer 1. Einen Plan haben. Am wichtigsten für das Überleben ist auf jeden Fall, sich vorher einen Plan zu machen. Man muss vorbereitet sein, denn ist es erstmal soweit, schadet jede ungeplante Aktion und gefährdet dein Leben. Außerdem ist es dann meistens schon zu spät, um sich auf die Suche nach Nahrungsmitteln zu machen oder den nächsten Schutzraum aufzusuchen. Erstelle also einen Fluchtplan, der es dir ermöglicht, schnell in einen Schutzraum zu gelangen, den du für mindestens 48 Stunden bewohnen kannst. Nummer 2. Den Vorrat anlegen. Wenn du einen Lebensmittelvorrat anlegst, achte darauf, dass nicht nur Nahrung aus der Frischtheke vorhanden ist. Haltbare Lebensmittel sind das A und O, wenn es darum geht, zu überleben. Wähle Nahrungsmittel, die viele Kohlenhydrate beinhalten, denn sie halten dich am längsten satt. Dazu gehören zum Beispiel Reis, Weizen, Bohnen, Nudeln und auch Trockenfrüchte, die du an einem kalten, trockenen Ort lagern solltest. Ein paar Vorräte in Form von Konserven können auch nie schaden, vergiss jedoch nicht den Dosenöffner. Genauso solltest du dich natürlich mit genügend Trinkwasser versorgen. Nummer 3. Medizin zur Verfügung haben. Das ganze Essen nützt nichts, wenn du an einer Erkältung zugrunde gehst. Lege dir also auf jeden Fall auch einen medizinischen Vorrat an. Dazu gehört mindestens ein Erste-Hilfe-Kit, in dem sterile Binden und Pflaster ebenso vorhanden sind wie Desinfektionsmittel, Handschuhe, Thermometer und so weiter. Wenn du spezielle Medikamente zu dir nehmen musst, ist es ratsam, welche im Vorrat zu haben und auch handelsübliche Kopfschmerz-, Magen- oder entzündungshemmende Tabletten sind zu empfehlen. Wenn du dir unsicher bist, ob du Wunden im Notfall behandeln kannst, solltest du eine gute Erste-Hilfe-Lektüre zu deinem Vorrat legen. Nummer 4. Sonstige Dinge, die dir nützlich sein können. Neben Medizin, Essen und Trinken solltest du auch noch einige weitere Dinge für den Notfall bereithalten. Dazu zählen eine Taschenlampe sowie ausreichend Batterien, eine Atemschutzmaske sowie reichlich Klebeband, denn das braucht man immer. Müllsäcke, Plastikbinde und feuchte Toilettentücher sind für die persönliche Hygiene mehr als praktisch. Einiges Werkzeug solltest du auch zur Hand haben, einen Schraubenschlüssel und eine Zange sind aber am wichtigsten, da du hiermit die Gas- und Wasserzufuhr im Notfall abschalten kannst. Nicht zu unterschätzen ist auch die Wichtigkeit von Kommunikationsausrüstung. Ein Radio sollte in der Nähe sein und im besten Fall ein Fernseher, um auch optisch die neuesten Nachrichten verfolgen zu können. Ein Mobiltelefon sowie eine Pfeife sollten sich auch unter den Dingen befinden, die du für den Fall der Fälle bereit hast. Das nackte Überleben. Nummer 1. Die Explosion selbst. Nun ist es also soweit und du musst dich der Gefahr stellen. Suche sofort einen Schutzraum auf, sobald du die Alarm- oder Warnsignale hörst, denn nur dann hast du noch eine Chance zu überleben. Der tatsächlich schädliche Radius hängt zwar von der Größe der Bombe, der Höhe der Detonation sowie den Wetterverhältnissen ab, jedoch sind in jedem Fall deine Überlebenschancen außerhalb eines Bunkers so gut wie null. Wenn du keinen Schutzraum finden kannst, dann suche eine Bodensenke und lege dich mit dem Kopf nach unten hinein. Decke so viel von deiner Haut ab wie möglich. Wenn du keine Senke findest, dann grab, was das Zeug hält, denn die enorme Hitze wird dich sonst am ganzen Leib verbrennen. Nummer 2. Achtung vor der Strahlung. Wenn du den Angriff überlebt hast, bedenke, dass dich die darauffolgende Strahlung immer noch töten kann. Die Explosion verursacht in den meisten Fällen radioaktiven Niederschlag, der die gefährliche Strahlung mit sich bringt. Der sogenannte Fallout kann als schwarzer Ruß herunterkommen, der als schwarzer Regen bekannt ist. Dieser kann extrem heiß und tödlich sein, denn er kontaminiert alles, was mit ihm in Berührung kommt. Gehe also am besten nicht ins Freie, solange dieses Phänomen zu sehen ist. Nummer 3. Sicher im Unterschlupf. Hast du das alles bisher überlebt, solltest du dich darauf einstellen, mindestens 200 Stunden in deinem Schutzraum zu verbringen. In den ersten 48 Stunden solltest du ihn unter keinen Umständen verlassen.
Grund dafür sind die Kernspaltungsprodukte, die nach einer nuklearen Explosion im Freien vorhanden sind. Sie bauen sich zwar nach und nach ab, dies kann aber je nachdem sehr, sehr lange dauern. Diese Materialien werden hunderte von Kilometern durch die Luft transportiert, also hilft auch eine große Entfernung zum Tatort nicht. Nummer 4. Richtige Verhaltensweise wahren. Wenn du doch einmal nach draußen musst, dann sei immer vollständig bekleidet. Am besten geeignet ist ein luftundurchlässiger Anzug. So verhinderst du Verbrennungen und den Kontakt mit radioaktiv verseuchten Partikeln. Wenn du dann in deinen Schutzraum zurückkommst, musst du deine Kleidung dekontaminieren und dich gründlich mit Wasser waschen. Und die Nummer 5. Informiere dich umfassend. Das Allerwichtigste zum Überleben ist es, sich gut zu informieren. Bereits vor dem Angriff solltest du recherchieren, was zum Beispiel der Unterschied zwischen Atom- und Wasserstoffbomben ist oder wie man sich vor Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung schützt. Diese Informationen werden dir im Notfall mehr helfen als so manche Ausrüstung, beziehungsweise helfen sie dir, die richtige Ausrüstung parat zu haben. Außerdem solltest du natürlich immer auf dem Laufenden bleiben und dir den aktuellsten Stand über deine zur Verfügung stehenden Kommunikationsmittel einholen. Ja Leute, ein wirklich erheiterndes Thema, aber was denkt ihr? Kommt es in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren zu einem dritten Weltkrieg? Schreibt uns doch mal eure Meinung in die Kommentare, auch wenn das sehr spekulativ ist. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch hier jetzt noch zwei weitere Videos anschauen, uns gerne einen Daumen nach oben da lassen und ansonsten hören wir uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund, peace out!